noch ein anderes amerikanisches Auto, was relativ leise ist. Und da habe ich gesagt, du brauchst einen Brüller. Und einen Brüller habe ich in Deutschland vergebens gesucht und bin ich in Amsterdam gelandet. Und in Amsterdam habe ich dieses Auto 2009 gekauft. Ich wollte vor allen Dingen Originalzustand haben, kein verbasteltes Auto. Und leider sind die Sportwagen alle verbastelt. Und dieses Auto ist eins der wenigen von den noch übrig gebliebenen, was man auch sehr selten findet. In den 73er Jahren sind ja nachher auch die PS-Leistung runtergegangen. Und so beliebt ist das Auto nie, aber es ist eben schön. Und Schönheit soll ja auch belohnt werden. Und da freut man sich ja auch, wenn die Leute nett sind und das Auto anschauen. Und wir sind auch glücklich und zufrieden damit. Und so haben wir vor allen Dingen mein Mann ist ganz glücklich damit. Und vor allem so haben wir unsere Freude gefunden. War einfach Glück auch ein bisschen dabei. Ja. Und wir haben einen ehrlichen Deal mit dem Mann gemacht dort in Holland. Mal ganz ehrlich, was legt man denn dafür hin und auch um das zu pflegen, zu erhalten? Also die amerikanischen Autos, die sind relativ einfach zu pflegen, weil die Preise der Ersatzteile sind nicht so hoch. Wenn man auch Glück hat und viel Geduld hat, ich habe 3 Jahre gesucht nach dem Auto, kann man sagen, dann weiß man auch zu schätzen, wer viel Geld haben will und wer wenig Geld haben will. Man fällt schnell drauf rein, denn außen sind die Autos immer hui und unten drunter hui. Und es gibt wenige, wo wirklich alles stimmig ist. Wenn man dazu noch jemanden findet, der einen guten Preis verlangt, dann ist es besonders schön. Also ich habe für das Auto 13.000 Euro bezahlt. Was macht denn die Faszination? Also ich meine, Sie gehen ja auch damit drin auf, wie man sieht. Auch wenn Sie vielleicht das Auto eher pflegen. Was macht denn die Faszination dieser US-Fahrzeuge vielleicht auch dieser Zeit aus? Zeit? Wir sind in der Zeit groß geworden, in den 50er Jahren, 60er Jahren sind wir groß geworden. Mein Mann wird dieses Jahr 70, ich bin 66. Und da ist einfach das noch... Das ist noch mit drin und die Rock'n'Roll-Zeit, das ist die Faszination. Da gehen wir heute noch auf in diese Musik und das ist eben super. Und was ist die Faszination dieser Autos? Bitte? Die Faszination dieser Autos? Die Faszination dieser Autos, die habe ich schon von Kindheit mitgebracht. Leider bin ich mehr oder weniger immer schnell unterwegs gewesen. Aber das ist ja ein bisschen was zum Langsamfahren und zum Spaß haben. Es gibt auch zum Glück in Dresden, Langebrück, die Sandy Cruiser, die dort einen guten Stammtisch haben und wir machen gemeinsame Ausfahrten. Es macht Spaß, aber nebenbei kann ich es nie lassen, weil ich 40 Jahre Rallye gefahren bin, fahre ich immer noch Oldtimer-Rallyes mit dem Auto. Sagen Sie, gibt es da manchmal Gerangel am Sonntag, wenn Sie sagen, komm, lass uns mal einen schönen Ausflug machen und er sagt, nee, ich bin mit meinem Auto, aber also gibt es da... Ja, Unstimmigkeiten mal, was die Aufmerksamkeit angeht? Ja, wenn es dann wirklich mal zu viel wird oder sowas, dann gehe ich in meinen Garten und sitze in meinem Garten und fährt dann wirklich mal alleine los. Aber das kommt ganz selten vor. Wir sind über 40 Jahre verheiratet. Also wir sind ein eingespieltes Team und das Auto bringt uns da nie auseinander. Nee. Und wie viel Spaß macht das, sich damit zu präsentieren? Also wie wichtig ist auch Sehen und gesehen werden in der Szene? Naja, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor und man muss auch sagen, die Menschen sind alle sehr freundlich zu den amerikanischen Schlitten, den Dinosauriern will ich mal sagen, der Automobile, die sind sehr freundlich und nett und das gibt einem natürlich auch Auftrieb und man grüßt so gerne zurück und das ist nett einfach. Wenn wir durch die Lande fahren, will ich mal sagen, da siehst du nur freundliche Menschen, nur welche, die winken und nett sind und das macht einfach Spaß. Verblüffend ist, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, dass die Kinder, die so 6, 7, 8 Jahre sind, die schmeißen ihre Fahrräder hin und stehen so am Straßenrand. Es ist erstaunlich. Also manchmal, und wenn es noch so ein kleines Dorf ist, die sind informiert, die Jungs und die Mädchen. Ja, das macht Spaß. Vielen Dank. Ja, bitte. Bitte. Dankeschön. Thank you.
bitte die Mittelgasse frei halten sowie die Seitenarme, damit ein Abfluss ohne Probleme für die Fahrzeuge möglich ist. Bitte die Mittelgasse unbedingt frei halten sowie die Seitenarme, damit ein Abfluss der Fahrzeuge möglich ist. Ich weiß, das ist gut.
Weitergehen.
dabei. Bitte zwingend auf die Einfahrten in die Seitengassen frei halten. Ja, ich war auch noch mit dabei. Ja, ja.
Dank.